Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Mirage. Wir sollen Fulat finden und natürlich dann dort mit ihm sprechen. Aber wie gesagt, erst müssen wir ihn finden und dann werden wir mit ihm sprechen. In seiner Schreibstube soll er sein. Die Frage ist, wo das ist. Aber es sieht so aus, als müssten wir hier lang, 33 Meter. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen am HUD herumgespielt, an den Infofeldern, dass es nicht ganz so viel kommt. So. Ich habe den Verdacht, dass wir da hoch müssen, ne? So, da hat es eine Treppe. Okay. Da gibt es blaue Kollegen, da gibt es rote Kollegen. Ah, was ist das in der Ecke? Hier. Eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jafar. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Ist klug. Und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld. Begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja. Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Aha. Wir sollen Lederstreifen finden. Hört sich das jetzt nach einer schwierigen Aufgabe an? Wir gehen mal davon aus, dass das Lager hier ist. Rivka braucht Lederstreifen aus dem Lagerhaus. Ich muss sie für sie suchen gehen. Das ist es nicht. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Ja, ist ja auch alles versteckt. So, was haben wir hier? Nein, das ist kein Lederstreifen. Tja, ich denke, wenn wir so machen, werden wir es eher finden. Da? Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban? Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei, Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. So, so, interessante Informationen, die mit Sicherheit nicht unbedingt für unsere Ohren bestimmt waren. Ja, dann bringen wir mal die Streifen wieder zurück. Die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Ach so, wir müssen, glaube ich, irgendwo anders lang. Vielleicht doch da oben. Augenblick. Hm. Ja, ja, da hätten wir da oben lang sollen, bestimmt.
So, dann gehen wir einfach mal hier an dem Häuschen vorbei. Das ist ja verwinkelt hier. Aber das scheint die richtige Richtung zu sein. So, was gibt's hier? Auch hier gibt's was zu lesen. Aha. Das ist jetzt, glaube ich, eher interessant. Ich lege meinem Brief ein seltenes Fundstück bei. Eine uralte Zeichnung einer versteckten Klinge der Ersten. Du siehst ihre Namen. Xerxes Schrecken. Schrecken, dies waren der Reihaus Waffe. Okay. Sehr schön. Also hier wird das erste Mal von der versteckten Klinge gesprochen. Wir müssen aber... Ach, okay, jetzt müssen wir wieder woanders hin. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Said. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann. Doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Aha. Okay, wir müssen nach unten. Ich vermute, dass wir hier lang müssen. Das sieht doch gut aus. Rivka? Basim, Basim. Streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Sehr schön. Also das heißt, ab jetzt sind wir bewaffnet, ab jetzt können wir uns wehren. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. So, wir haben also jetzt auch Wurfmesser, Dolch des Eingeweihten von Almut. Okay, das heißt, wir können die Weltkarte noch nicht. Können wir hier jetzt schon was sehen? Hilfsmittel. Okay, Hilfsmittelaufwertung. Also da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Ah ja, da müssen wir jemanden besuchen, um unsere Hilfsmittel zu verbessern. Okay, Inventar. Da sehen wir jetzt, denke ich, das Schwert wird in der Haupthand gehalten und ist deine Hauptmöglichkeit, Schaden zu verursachen. Das klingt erstmal an der Stelle logisch. Ein Dolch wird in der Nebenhand gehalten und hat Einfluss auf den Verteidigungsschaden am Gegner beim Parieren. Auch das kennen wir, glaube ich, schon aus den anderen Folgen. So. So, Verkleidung, da gibt's etwas. Rekrutenverkleidung aus Alamut. Okay. Sehr schön. Stopp. Nein, ich wollte da noch gar nicht raus. Können wir da jetzt irgendwas tun? Nein. So, hier haben wir den Dolch. Okay, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was verbessern. Dazu brauchen wir aber Materialien, und zwar Leder vermutlich oder was das ist und Stahl. Okay, so, hier haben wir das Schwert und auch das kann man verbessern. Sehr gut. Und da haben wir dann noch den Codex, die Datenbank, Tutorials und die Geschichte Bagdads, die wir mit Sicherheit mal bei Gelegenheit uns ansehen werden. Okay, so, jetzt da oben diese Ausrufezeichen, kriegen wir die irgendwie weg? Okay. Das wäre das eine.
Dann haben wir hier unten den Dolch. Auch den werden wir kurz markieren. Dann ist das Ausrufezeichen weg. Und natürlich unsere Kleidung. Aber warum kriegen wir da jetzt das Ausrufezeichen nicht weg? Okay, dann halt nicht. So, wir sollen zum Übungsgelände. Wo werden wir denn das Übungsgelände finden? Dann werden wir höchstwahrscheinlich, genau, mit dem Wurfmesser ein bisschen üben. Müssen wir da hoch? So, wie sieht's denn aus? Kommen wir der Sache schon etwas näher? 11 Meter. Ja. Soweit, so gut. Stopp. Ups. Nochmal von vorne. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, doch, wir kommen zum Übungsgelände wieder etwas näher. Wir arbeiten uns langsam hier den Berg hoch, machen hier praktisch nochmal einen Parcours. Und genießen die Aussicht. Fantastisch. So, und da hinten im Hintergrund hören wir schon, es wird gekämpft, es wird geübt. Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Livka mir das gab. Ist ein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst so auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Okay. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Gut. Ja. So, also, wir können einen Gegner markieren, dann haben wir sozusagen den Fokus auf ihn. Und dann... Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt, also passe es gut ab. Und los! Nee, das war's nicht. R1 halten, okay. Genauso. Ein schönes Tutorial. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Ja! Das ist gut! Ausgezeichnet. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Ja. Mach dich bereit. Gute Arbeit.
Oh ja, er ist immer danach ein bisschen benommen. Ja, genau so. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Okay, Ausdauer ist ganz, ganz wichtig, denn die Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angreifen verbraucht. Okay, okay. Also das heißt, immer überlegt. Was denn her? Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin, das werde ich. Gut, dann auf bald. So, spannend, spannend, spannend. Ach, zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Ja, ich komm doch gerne. Oh, Fackel ausrüsten. Okay. Kann ich dich im Vertrauen sprechen? Ah, okay. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet.
Dann beginnen wir dort. Danke. Komm, Nur. Folge mir. So, also wir übernehmen jetzt hier die Führung. Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Okay. Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich gibt. Was wollen sie? Sie wollen Bagdad beherrschen. Sie wollen Macht. So, jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen verlaufen, oder? Was haben wir denn hier? Ein Wasserfall. Okay. Gehe zum Beobachtungspunkt. Ich glaube, wir müssen doch nach oben. Oder ist das hier der Beobachtungspunkt? Oder doch auf der anderen Seite? Ich habe das Gefühl, das ist eher auf der anderen Seite. Nee, also da geht es eigentlich nicht weiter. Aber trotzdem spannend, wo es da lang geht. Ah ja, okay, wir können hier auf jeden Fall runterspringen. Ja, und das hat er immer noch nicht so richtig drauf. So, Achtung. Dann gehen wir mal hier lang, weil ich habe das Gefühl, dass das wohl eher die richtige Richtung ist. Huch, auf jeden Fall gibt es hier wieder ein bisschen was mitzunehmen. Wieder zwei Wurfmesser, okay. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache jetzt etwas näher. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Oh oh. Das riecht nach Ärger. Wir werden Nachforschung anstellen. Verstecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Hört auf, so viel Lärm zu machen. Ah ja, okay. Rasch jetzt. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. So, da sind noch weitere Kundschafter. Oh. Okay. Jede Menge sogar. Hey du. Halt. Okay. Sollen wir da jetzt wirklich angreifen? Schadet nie, auf Nummer sicher zu gehen. Frei, wenn irgendwas ist. Du! Bleib da! Noch kein Geräusch. Okay, er ist jetzt da oben, bereit zum Sprung. Sich zu
Verausgaben bringt ja nichts. Wir bleiben wachsam. Er kommt. Sehr schön. Dann nehmen wir den nächsten. Ich gehe lieber zurück. Okay, jetzt heißt es dann wohl doch Action. Da muss ich noch ein bisschen üben. Anders als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. So, es hat einen Anschein, als würde die Ausbildung Basims voranschreiten und wir haben sozusagen einen kleinen Zeitraffer erlebt. Er kommt vorwärts und
hat auch jetzt seinen ersten Erfahrungspunkt bekommen. Ja, Freunde, das soll es auch mal wieder gewesen sein für diese Folge. Wenn euch das gut gefällt hier, was ihr zu sehen bekommt, Assassin's Creed Mirage auf meinem Kanal. Und jetzt machen wir hier so ein bisschen hier die Sonne. Oh, ja, so. Na, dann würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Kommentar, über ein Like oder natürlich auch über ein Abo hier auf dem Kanal. Das würde der Sache ein bisschen helfen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns, denke ich, zur nächsten Folge. Und da müsste er doch jetzt langsam aufgenommen werden in, ja, die Gruppe hier der Assassine, die Aufnahmezeremonie, ich denke, die wird demnächst hier anstehen. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.